Miteinander, Vielfalt, Leben. Unter diesem Motto fand die Ehrenamtmesse in der Stadthalle Neumünster statt. Eröffnet wurde die Messe von Karin Krebs, der Vizepräsidentin Deutsches Rotes Kreuz Neumünster. Die Besucher gewannen einen Einblick in die verschiedensten Angebote und informierten sich bei den Ausstellern, die gerne die Fragen der Interessierten beantworteten. Die Ehrenamtsmesse bedeutet einfach die Möglichkeit, dass man Menschen erreicht, die sich engagieren wollen ehrenamtlich und die vielleicht nicht so genau wissen, wo mache ich was, wie mache ich das, und die hier vielfältig Aussteller finden und Verbände, die sich präsentieren, wo man Fragen stellen kann. Das bedeutet sehr viel. Wir haben in Neumünster ja die erste Aufnahmeeinrichtung fürs Land Schleswig-Holstein in der ehemaligen Scholz-Kaserne. Der Auftrag dafür wird vom Kreisverband des DRK Neumünster wahrgenommen. Und nicht nur die Hauptamtlichen sind da wichtig, sondern auch die Ehrenamtlichen, die zuarbeiten. Das ist schon wirklich sehr wichtig, denn diese Mengen an Menschen, die dort angekommen sind, ordentlich vernünftig aufzunehmen, das war schon sehr wichtig und ist es immer noch. Also ich glaube, wir haben durch das letzte Jahr erfahren, was Ehrenamt alles schaffen kann. Wir brauchen auch eine kleine Verschnaufpause in einigen Bereichen des Ehrenamtes. Das muss auch mal etwas ruhiger wieder werden. Und ich glaube, wenn Ehrenamt gebraucht wird, ist es in großer Zahl immer da. Es kommt auf die Angebote drauf an, es kommt auch ein bisschen drauf an, was gerade so anliegt in unserer Gesellschaft. Wir benötigen auf jeden Fall erstmal Männer. Männer haben die meiste Kraft, sie trauen sich, große Kühlfahrzeuge zu fahren. Sie kennen die Touren, Kisten, die wir oft schleppen müssen, sind schwer. Und daher ist Manpower auch gefragt. Natürlich auch Frauen, denn die Ware muss sortiert werden, sie soll gelagert werden und natürlich bei unseren Ausgaben auch wieder verteilt werden. Und da ist immer eine Frau ganz gut, weil ein Lächeln geht immer und ein Rezept über den Tresen ist natürlich auch nicht zu verschmähen. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musikdarbietungen, Kinderschminken und viel mehr rundete die Messe gekonnt ab. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.